mit einem Double Leg Takedown an. Ich muss möglichst schnell einen Sprawl durchführen, also meine Beine nach hinten bringen und mit meiner Hüfte Gewicht auf seinen Schultergürtel bringen. Nun führe ich eine Propellerbewegung auf seinen Rücken aus und halte meine Hüfte tief und mein Gewicht auf ihm drauf. Nun gehen beide Hände unter die Arme und ich greife ins Reserve, schiebe nun mein hinteres Knie unter ihn drunter und gehe in die Backmount.